Einmal mehr hat Lisarte seine Produkte auf der Automechanika Frankfurt ausgestellt. Dieses Jahr gab es einen Wendepunkt für das Unternehmen aus Navarra, das nach einer strategischen Denkpause Maßnahmen ergriffen hat, um seine Produkte und seinen Service in Deutschland auszubauen. Dafür hat es sich mit der Eröffnung eines logistischen Warenlagers in der Nähe von Dortmund verstärkt und hat in seine Belegschaft einen Verantwortlichen für den deutschsprachigen Markt aufgenommen. Mit diesen Maßnahmen versucht Lisarte, sich an den anspruchsvollen deutschen Markt anzupassen, indem es sowohl seinen Service und seine Schnelligkeit bei den Lieferungen als auch seine geschäftliche und technische Hilfe verbessert hat.